Hallo, schönen guten Abend. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Der letzte Abend des Jahres. Ein paar unzusammenhängende Gedanken von mir zum letzten Jahr, aber vor allem zum neuen Jahr. Es geht nämlich um gute Vorsätze. Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt, weil ich den Stream jetzt Faust genannt habe. Ein paar Grüße aus Holland, wo ich hier in der Hütte von Wilhelm dem Zweiten wohne. Und gute Vorsätze. Irgendwie habe ich mir in den letzten Tagen noch mal ein paar Gedanken gemacht über gute Vorsätze. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht, warum es so schwer ist, sich zu ändern und was man braucht, um persönliche Entwicklung wirklich ins Laufen zu bringen und umzusetzen. Und das sind jetzt heute mal keine psychologischen und kein Motivationsgequatsche und auch eher noch ein paar philosophische Gedanken. Motivation auch, habe ich diese Arnold Schwarzenegger-Rede gehört und was Stefan Molyneux darüber gesagt hat, das war ganz interessant. Dieses, du musst an dir arbeiten und du musst deine Zeit genau einteilen, du musst deinen Tag planen und du musst an dich glauben und du musst so leben, als wärst du schon der Champion, der du sein willst. Und was Stefan Molyneux dazu gesagt hat, war ganz interessant, weil er sagte, ja, das ist ganz schön und gut, aber es geht bei Schwarzenegger ja auch nur darum, noch reicher zu werden, noch berühmter, noch mehr Erfolg zu haben. Aber was heißt Erfolg eigentlich? Was heißt dann Entwicklung, wenn du an dir arbeiten willst und du hast ein Ziel wie zum Beispiel mehr Geld oder ein größeres Haus oder mehr Erfolg oder mehr Klicks auf YouTube oder was auch immer? Das sind natürlich äußere Ziele, die dich auch pushen können oder pullen können. Aber es ist keine Selbstentwicklung für sich selbst, dass man eben eine innere Entwicklung hat, um ein besserer Mensch zu werden. Beziehungsweise ein besserer Mensch ist man nicht, weil man dann mehr Erfolg hat und das macht einen zu einem besseren Menschen, sondern ein besserer Mensch, der weiser ist oder tugendhafter ist, der mehr erkennt, der mehr, ja, der vielleicht gebildeter ist oder der empathischer ist, der also innere seelische Charakterstärke entwickelt und der Tugenden entwickelt, die ihm auch im Leben und im Handeln dabei helfen, ein glücklicheres und zufriedenstellenderes Leben zu führen, aber auch für andere ein besserer Mensch zu sein, vielleicht sogar für die Welt etwas beizutragen, zum Fortschritt der Welt, dass es Menschen besser geht insgesamt. Naja, das waren diese Gedanken. Und dann habe ich mir schon in den letzten Tagen überlegt, ja, gute Vorsätze, warum macht man sich die eigentlich? Also, ich weiß nicht, ob ihr gute Vorsätze so habt, fürs nächste Jahr oder überhaupt für die Jahre oder ob ihr euch auch mal zwischen den Jahren so Gedanken macht, was kommt denn im nächsten Jahr, was will ich erreichen? Manche machen sich eine Liste und ich will gar nicht, nee, ich erzähle mal ein bisschen von mir, aber ich glaube, dieses Jahr ist so das erste Jahr, wo ich mir fast keine guten Vorsätze gemacht habe oder nur sehr, sehr wenig für meine Verhältnisse, weil ich sonst immer riesige Listen und Pläne und Ziele hatte, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich natürlich nie erreicht habe. Was aber nicht so schlimm ist eigentlich, weil man ja ein bisschen davon erreicht. Also selbst wenn man sich sehr, sehr krasse und hohe Ziele setzt und dann eben aber nur die Hälfte oder nur ein Viertel davon erreicht, hat man ja mehr erreicht, als wenn man sich keine Ziele setzt, wahrscheinlich. Aber man macht sich natürlich so einen Druck für sich selbst. Und es gibt Menschen, wahrscheinlich sind es sogar die meisten Menschen auf der Welt, und es sind auch viele Menschen, die ich kenne in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld, die sich eigentlich nie gute Vorsätze gemacht haben und diese Denkweise auch nicht nachempfinden können. Diese Denkweise, sich überhaupt entwickeln zu wollen oder überhaupt dieses nicht stehen bleiben können, dieses immer weiter müssen. Denn wenn man sich gute Vorsätze setzt, gesteht man sich ja ein, dass man so, wie man ist, nicht zufrieden ist mit sich selbst und mit seinem Leben, dass man besser sein will, dass man sich entwickeln will. Und für viele Menschen ist doch diese Denkweise eigentlich viel näher,
Ah, eigentlich bin ich doch perfekt. Es ist doch alles gut. Warum sich entwickeln? Warum an sich arbeiten? Klar, wir haben alle unsere Schwächen und so. Und warum soll ich da jetzt noch groß was tun? Es wäre doch eigentlich auch für die Umwelt und für die Menschheit viel besser, wenn wir alle nicht so gestresst rumlaufen würden und wenn wir alle mal ein bisschen runterkommen würden von unserem Selbstverwirklichungstrip und einfach mal unser Leben so wie ein Naturvolk leben könnten. Das ist ja immer so diese Vorstellung dahinter. Der Primitive, der edle Wilde im Urwald, der hat gar nicht dieses Verlangen, besser werden zu wollen und sich zu entwickeln. Das ist im Grunde genommen eine Erfindung der Moderne, der Aufklärung, der Renaissance, des Humanismus, aber auch des Kapitalismus vielleicht. Ja, und Kritiker könnten natürlich jetzt auch sagen, der Kapitalismus beruht darauf, dass wir nicht stehen bleiben können, dass wir nicht zufrieden sein können und deswegen neue Dinge ausprobieren wollen und auch entweder dadurch neuen Menschen, also Menschen neue Produkte anbieten wollen, weil wir dadurch reicher werden wollen oder dass wir selber eben mehr konsumieren. Und das könnte man natürlich jetzt kritisch anmerken, wenn wir alle viel cooler und viel ungestresster und eben viel zufriedener mit uns selbst wären, dann würde der ganze Kapitalismus in sich zusammenfallen, dann könnte ja niemand mehr was verkaufen, aber wir wären alle so schon zufrieden. Wir wären alle glücklich, wie die Wilden im Urwald, wir würden vielleicht mit 25 sterben, an einem kaputten Zahn, aber trotzdem, wir haben ja bis dahin immer im Hier und Jetzt gelebt und wenn wir das nur verstehen würden, dass wir nichts brauchen, um weiterzugehen, und um glücklich zu sein, dass wir nicht weitergehen müssen, um glücklich zu sein, dass wir im Grunde genommen da schon sind, wo wir immer hin wollten. Und wenn wir das nur verstehen würden, dann würde unsere innere Unruhe auch aufhören und dann könnten wir von jetzt auf gleich glücklich sein. Das Einzige, was dich daran hindert, glücklich zu sein, ist das Wissen, dass du es eigentlich schon bist. Und da stehst du dir eigentlich nur selber im Weg. Das heißt, dieser innere Drang, den ich eigentlich verspüre seit, ja, mindestens seit ich 15 bin, immer weiter zu gehen. Dieser Drang macht einen natürlich unglücklich, aber er ist vielleicht nur ein soziales Konstrukt der bösen kapitalistischen Gesellschaft. Ja, das wäre jetzt, ja, richtig. Viele Grüße übrigens aus Syrien. Das ist ziemlich schlimm hier mitten im Kriegsgebiet. Und das sind jetzt so meine Gedanken gewesen, dass ich kann trotzdem nicht davon loskommen. Vielleicht, weil ich mich immer wieder beweisen muss. Aber warum mache ich an Silvester einen Livestream? Warum mache ich überhaupt Videos? Warum schreibe ich Bücher? Warum lese ich Bücher? Warum höre ich anderen Leuten zu und versuche, deren Gedanken zu verstehen? Warum unterhalte ich mich mit Leuten? Warum, ja, kann ich es ja sagen, manchmal mache ich Sport. Warum mache ich das überhaupt? Warum will ich stärker sein? Warum will ich mehr Muskeln aufbauen? Warum will ich gesünder leben? Warum bessere Kondition haben? Warum will ich tatsächlich auch mehr Geld haben, ein schöneres Haus und so weiter? Diese ganzen, wie man sagen könnte, oberflächlichen Werte. Aber warum will ich auch klüger, aber auch gebildeter und vielleicht sogar weiser werden? Warum, was ist das in mir? Was mich seit ich 15, 16 bin, immer dazu treibt, am Neujahrs-Eve, am Silvesterabend oder vorher mich dahin zu setzen und eine Liste zu machen mit Dingen, die ich erreichen will im nächsten Jahr. Und dann das runterzubrechen auf Januar. Was will ich im Januar machen? Und was will ich an einzelnen Tagen machen? Wie soll mein Tagesablauf aussehen? Wann mache ich Sport? Wann schreibe ich? Wann mache ich meine Videos? Wann meditiere ich? Was esse ich? Wann gehe ich dafür einkaufen? Wie koche ich? Und so weiter. Diese ganzen Selbstverwirklichung, Selbstverbesserungs-Coaching-Sachen, Self-Improvement, welche Bücher lese ich? Warum kann ich davon nicht loskommen? Und wäre es überhaupt gut, davon loszukommen? Ich habe mich mal mit Freundin darüber unterhalten, dass ich gerne so wäre, wie solche so Surfer-Typen, ja, die einfach so sagen, hey, hang loose, und die auch eigentlich so ein Leben führen. Gut, als Surfer ist man ja auch immer auf der Suche nach der perfekten Welle, aber so vom Typ her, ja, also diese langhaarigen Typen, so ein Shirt an und so, ja, mein nächster Stop geht wieder nach Portugal und die den ganzen Tag so in der Hängematte verbringen können und vielleicht ein bisschen so einen Brotjob machen, vielleicht einen Plattenladen, gibt es überhaupt noch Plattenläden, ich weiß nicht, ja, und da sind die so zufrieden und dann
den ganzen Tag Musik und das ist so deren Hobby. Ich will das nicht runterspielen, ja, wenn ich das jetzt so ein bisschen vielleicht abschätzig, soll gar nicht so abschätzig sein, wie es jetzt klingt, aber es ist mir für mich eine sehr fremde Welt. Also erstens kann ich nicht surfen und zweitens dieses hey Mann, wir hängen jetzt alle hier ab und ich glaube, nach 2 Stunden würde mir das extrem langweilen. Und das, also ich habe mich mit dieser Freundin darüber unterhalten und sie meinte, nee, eigentlich ist das schon cool, wenn man das kann. Und solche Leute, die sind auch einfach relaxter, die sind bessere Leute zum Umgang, die sind nicht so gestresst und mit denen kann man einfach chillen und abhängen und das kann man mit dir nicht, weil du dauernd immer, weil du so schnell gelangweilt bist und weil du immer irgendwelche philosophischen Gespräche anregen willst und im Sinn hast und keine innere Ruhe hast in dir. Ja, ich habe das auch manchmal Schüler gefragt. Wäre es nicht besser oder macht nicht die Schule euch immer, erzieht sie euch nicht zu solchen Menschen, die immer weiter müssen, indem sie euch sagen, um 8 Uhr morgens musst du hier sein. Es werden die gut bewertet, die sich anstrengen. Ja, überhaupt Leistung wird bewertet. Was ist das schon für eine kapitalistische, neoliberale Grundhaltung, dass wir Leistung bewerten in der Schule? Wir erziehen die Kinder, die doch im Hier und Jetzt leben, zu solchen immer unruhigen, ja, dann Konsumenten, ja, die nie mit sich zu und auch, ja, die selber nicht mehr anders können, als immer Leistung zu bringen und sich über Leistung zu definieren. Und was ist denn dann mit denen, die keine Leistung bringen können? In unserer neoliberalen Gesellschaft fallen die doch hinten über, die werden nicht gewertschätzt und so weiter. Und dazu trägt die Schule bei. Und manchmal frage ich das Schüler, ob sie das auch so empfinden. Und finden natürlich das auch manchmal so. Ein Lehrer, Kollege von mir, der hat mir schon mal gesagt, sieh dir mal die Schüler an, wenn sie mit 10 in unsere Schule kommen, welche leuchtenden Augen sie dann noch haben, was sie alles hier lernen können. Und mit 18, 19, wenn sie dann hier rausgehen, dann sind sie im Grunde genommen gebrochene Menschen, die keine Lust mehr auf das Leben haben, Null-Bock-Generation, die nicht mehr neugierig sind. Und das haben wir jetzt geschafft. Das ist ein kleiner Gegensatz zu dem, was ich gerade erzählt habe. Aber eigentlich, ich denke mal, naja gut, mit 10 Jahren ist man eben noch im Hier und Jetzt. Und da ist man ja auch zufrieden damit. Aber mit 18, 19 ist man das vielleicht nicht mehr. Naja, also könnte man nicht ein besseres Leben führen, wenn man sich keine guten Vorsätze mehr setzt und wenn man lernt, im Hier und Jetzt zufrieden zu sein und dieses Mindset zu verändern, du bist bereits perfekt, alles ist gut. Ja, und dann habe ich ein bisschen über Faust nachgedacht. Faust. Ihr wisst Bescheid, ich muss euch jetzt keine geschichtliche und literaturwissenschaftliche Abhandlung geben. Spätes Mittelalter, Faust, eine historische Figur als Alchemist, als Zauberer, der offenbar einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben soll, der seine Seele gegen Wissen und gegen Macht eingetauscht hat. Dr. Johann Faust, um das 15. Jahrhundert, also um die Jahrhundertwende zum 16. Jahrhundert rum hat er gelebt, dann erstmals literarisch verewigt in der Historia von D. Johann Faust und von Johann Spies und dann später von Christopher Marlowe Ende des 16. Jahrhunderts, die Tragical History of Dr. Faustus und dann natürlich bei Goethe und später noch bei Thomas Mann. Und dieses Faustische, was sich davon ableitet als Adjektiv, was ist das eigentlich? Ist das eine Idee, die ja dadurch groß geworden ist, dass sie eben eine literarische Figur geworden ist? Aber warum ist sie eine literarische Figur geworden? Warum ist so jemand wie Odysseus auch oder Faust für den Westen so ein prägender Mythos, ein Stoff? Ein literarischer Stoff. Also der Mensch, der danach strebt, seine Grenzen immer wieder zu überschreiten, der nie bei sich sein kann, der immer wissen will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er will das Leben verstehen, er will die Natur verstehen, er will die Kräfte der Natur verstehen, er will wissen, woraus diese Kräfte gemacht sind, was Logos bedeutet, das Wort, die Tat. Er will eigentlich eine andere Existenzebene erreichen als die
Philister, ja, die Spießer, die normalen Menschen, vielleicht diese Surfer, ja, die ich eben erwähnt habe, er will darüber hinaus, er ist nicht damit zufrieden und er will seine eigenen Kräfte umfassend entwickeln, er will sich bilden, ja, in diesem 19., 18. Jahrhundert Gedanken von Bildung, die Entwicklung aller seiner in sich selbst angelegten Kräfte, die man hat. Also das ist das, und Fähigkeiten und Eigenschaften. Das ist dieses Faustische, ein Drang. Der Drang, der Antrieb, der in der Seele des Menschen verborgen ist, aber offenbar nicht in jeder Seele. Oder vielleicht in jeder Seele, aber nicht in jeder Seele kommt er zum Tragen. Wenn man sich die Menschen so anguckt, woran sie Spaß finden, was ihre Vergnügungen sind, wie sie ihre Leben führen, wie sie sich auch ihre Leben vorstellen und welche Pläne und Ziele und Hoffnungen sie sich machen, dann kann man jetzt natürlich nicht von jedem sagen, dass dort der faustische Drang am Werke ist. Im Gegenteil. Und das ist natürlich auch gerade bei Goethe oder auch bei Thomas Mann, bei Dr. Faustus ist, Dr. Faustus ist Adrian Leverkühn, der exzeptionelle Mensch, den auch nur wenige Menschen verstehen können. Und also dessen Drang können nur wenige Menschen verstehen. Ihr kennt das. Bei Goethe ist das in der Eröffnungsszene ja schon klar. Gotisches Zimmer, dass der faustische Geist, Faust ist unruhig, er weiß, dass er nicht vorher enden kann, bevor er alles menschliche Wissen in sich aufgenommen hat und sogar über das menschliche Wissen hinausgegangen ist. Und weil ihn das so sehr verzweifelt, hat er sogar Selbstmordgedanken. Und dieses Verlangen nach der endgültigen Wahrheit ist ja etwas, was dem Lebensgenuss, was dem Glück total diametral gegenübersteht. Faust ist ja kein glücklicher Charakter. Die faustische Seele ist keine glückliche Seele. Obwohl Faustus eigentlich glückselig bedeutet auf Lateinisch, aber naja. Die faustische Seele ist keine glückliche Seele, weil Wahrheit im Grunde genommen ja unglücklich macht oder die Suche nach der Wahrheit. Und Faust weiß das und jeder faustische Charakter weiß das, weil ihm gesagt wird oder weil die faustische Seele diesen Drang hat zu sagen, du sollst nicht ruhen oder zufrieden sein, egal was du erreicht hast. Du musst alle Tage deines Lebens musst du weiter streben, du musst die Dinge entdecken, du musst alles wissen und alles beherrschen, du musst besser werden und du musst ja im Grunde genommen gottgleich werden. Ja, dieses prometheische Ideal ist da ja auch drin. Das ist ja diese Idee, dass der Mensch sich an die Stelle von Gott setzt. Und das ist natürlich der Unterschied zu einer sehr kurzfristigen, oberflächlichen Lust. Und wenn wir uns die Menschen ansehen, zum Beispiel dieses Böllern oder so, mal ganz davon abgesehen, dass es ja der Ausbau an patriarchaler Herrschaftsstruktur ist, hier diese geradezu orgasmischen Böller da in die Luft zu schießen mit Raketen, ist es ja auch eine sehr, wirklich das Symbol von kurzfristiger Lust. Und zwar von einer Lust, die einen sehr basalen Trieb in uns anspricht, in einigen von uns, dass es Bumm macht und dass man sich erschreckt oder dass es laut ist und dass etwas explodiert und vielleicht noch Farben sind. Das ist ja, sagen wir mal, sehr primordial oder sehr basal. Und es gibt Menschen, die daran Freude finden oder die das auch für den Inhalt ihres Lebens sehen. Ich sage ja nichts dagegen, dass man mal rumböllern kann oder dass man nie kurzfristige Lust empfinden darf. Aber wenn das der Inhalt des Lebens ist, bist du zumindest kein faustischer Charakter. Der ganze Hedonismus, ganze oberflächliche Konsumkultur und Konsumindustrie, die man im Kapitalismus ja tatsächlich kritisieren kann. Also dieses Denken, genieß dein Leben, hier und jetzt. Ja, lebe, liebe, lache. Du musst dich nicht beeilen, du musst dich nicht stressen und du musst auch nicht neugierig sein. Oder Abenteuer ist im Grunde, also so wirkliches Abenteuer, nicht auf der Suche nach dem nächsten Kick, sondern nach der Wahrheit, nach einer höheren Existenzebene. Ja, komm mal wieder runter. Das ist nichts für den Menschen. Du wirst dich nur unglücklich machen. Kein Vater will das auch für seinen Sohn. Und ich glaube auch, keine Mutter will das für ihren Sohn oder für ihre Tochter. Und kein Vater will das für seine Tochter, dass sie eine faustische Seele wird. Das macht sie nur unglücklich. Also wenn ich so rumdenke, möchte ich für meine Kinder nicht, dass die so
sich dauernd gute Vorsätze machen und eigentlich dieses innere Streben dauernd haben und deswegen nicht glücklich sein können. Faust sagt, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Ja, dann sollst du meine Seele haben, Mephisto. Aber das ist ihm halt nicht verwehrt als Faust. Neugier, Risiko, Gefahr, Abenteuer, das sind alles diese Gegensätze zu, oder die, das wird dann runtergemacht zu, im Gegensatz zu dem, bleib da, wo du bist. Zum Beispiel in der Truman Show wird das ja auch immer gesagt, wird ja immer eingeredet, du musst nichts entdecken, die Welt ist schon entdeckt, du musst auch nicht mehr irgendwie auf Fiji reisen oder so, außerdem ist das gefährlich, this could happen to you, ja, und dann ist so ein Flugzeug zu sehen, durch das der Blitz schlägt und es ist eigentlich nur gefährlich, wenn man nicht in Sea Haven bleibt, aber Truman will das trotzdem, Truman ist auch eine faustische Seele im Grunde genommen. Also, was schickt uns raus in die Welt? Was lässt uns nach den Sternen greifen? Es ist schon ein innerer Drang, aber warum haben den einzelnen Menschen und einzelne Menschen nicht? Und ist es gut, diesen Drang zu haben? Ist es vielleicht sogar schädlich, diesen Drang zu haben? Denn nicht nur, dass man gestresst ist und so weiter, diese ganze Idee von Fortschritt, Entwicklung, basiert ja auf diesem Menschen, der Mensch, der nicht zufrieden sein kann. Und heutzutage hören wir Fortschritt, Wachstum. Wachstum ist ja schlecht, denn es macht unsere Lebensgrundlagen kaputt. Was Neues entdecken zu wollen, beruht darauf, etwas Neues kaputt machen zu wollen, ihm auch die Unschuld zu rauben, dem letzten unentdeckten Flecken auf der Erde zum Beispiel. Und dann verbraucht man natürlich ganz viel und stößt CO2 aus und Feinstaub und so weiter. Das machen übrigens aber die hier böllern auch. Also die faustische Seele ist schädlich für den Menschen, ja, geradezu ein Krebsgeschwür. Würde der Mensch nur wie der edle Wilde in seinem Urwald bleiben? Und interessant ist ja, dass in dem Urwald nicht die Menschen, was man sich ja irgendwie kaum vorstellen kann, sagen, gucken wir mal, was außerhalb unseres Stammes ist, unseres Dorfes, unseres Krals. Wer weiß, schicken wir mal Leute dahin. Das kann man sich eigentlich auch kaum vorstellen als westlicher Mensch, dass ein Volk, ein Stamm Jahrhunderte, Jahrtausende lang in seinem kleinen Gebiet bleibt und dort, naja, eben zufrieden ist oder zumindest nicht diese Neugier, diesen Drang entwickelt, anderes zu erobern. Oder auch mal zu sagen, lasst uns mal was Neues bauen. Wir haben jetzt immer hier diese Häuser aus Holz oder aus, weiß ich nicht, Hanf, aus Bambus. Lasst uns mal hier das und das erkunden, lasst uns mal den Boden graben oder lasst uns mal aus dem und dem Stoff etwas Neues machen oder experimentieren, dieses Forschen, dieses faustische, diese Wissenschaft, ja, ist ja auch daraus geboren. Dass ein Volk das kann, dazu gehört ja auch eine ganz besondere Disposition, die andere eben nicht haben. Aber wir könnten sagen, wenn alle Völker so wären auf der Erde, wie ganz bescheidene, edle Wilde, dann hätten wir mit Ressourcen vielleicht nicht so das Problem. Dann hätte jedes eigene Volk seine eigenen Ressourcenprobleme, aber die leben ja in Einklang mit der Natur. Es gibt ja auch Leute, die erzählen, dass die Indianer alles vom Büffel gegessen haben und so weiter. Was ziemlicher Quatsch ist, aber das ist eine andere Geschichte. Es gibt von Heinrich Böll eine schöne Geschichte, Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral, kennt ihr bestimmt. Da kommt so ein westlicher Typ, so ein Unternehmer in ein Land, so Italien oder Mexiko, und da am Strand liegt ein Mensch und ein Fischer. Und der Mann fragt ihn, warum liegst du hier? Ja, ich fische. Und dann sagt er, warum kaufst du dir keine Angel? Dann kannst du zwei Fische kaufen. Ja, was soll ich denn mit zwei Fischen? Ja, du kannst dann einen verkaufen und dann kannst du dir ein Boot kaufen. Ja, was soll ich denn mit einem Boot? Ja, dann kannst du ganz viele Fische fischen. Was soll ich denn mit vielen Fischen? Ja, dann kannst du die auch wieder verkaufen und dann kannst du hast du viel Geld. Ja, was soll ich denn mit viel Geld? Ja, dann kannst du am Strand liegen die ganze Zeit. Und dann sagt der Fischer, das mache ich doch jetzt schon. Und die Anekdote ist natürlich, der doofe Westler, der versteht nicht, dass es gar nichts braucht, um glücklich zu sein und am Strand zu liegen und dieses relaxte Leben zu leben. Man ist immer so getrieben, diese Arbeitsmoral, die muss eigentlich gesenkt werden. Früher habe ich diese Geschichte natürlich geliebt, aber heutzutage finde ich sie extrem, ich will nicht sagen dumm. Schließlich war Heinrich Böll Kölner und hat auch den Nobelpreis gewonnen. Aber ich finde sie sehr fragwürdig, weil da wird ja nur gesagt, ja, dieser dumme westliche Unternehmer, der will ja nur Geld, um dann seinen hedonistischen Drang
ausleben zu können, auf einer anderen Ebene vielleicht, mit viel Geld am Strand liegen, vielleicht noch mit einem Drink. Aber diese Arbeitsmoral ist ja auch dazu da, dieses faustische Streben in die Welt zu setzen. Und dann geht es bei Faust nicht um noch mehr Geld, noch mehr Erfolg, sondern es geht ihm um höhere Dinge, die weder der Fischer am Strand noch dieser Unternehmer erkennen kann. Dass ich mit Fortschritt die Welt besser machen kann und auch zu mehr Wissen und auch tatsächlich Gesundheit und Wohlstand beitragen kann, dass den Menschen besser geht. Dass dieser Fischer dann nämlich nicht sterben muss, sobald mal eine kleine Fischdürre, keine Ahnung, wie man das nennt, irgendwie kommt. Dazu führt ja dieses faustische Streben. Also dieser faustische Drang ist mehr als alles das, ist mehr als die Konsumkultur, mehr als die Produzentenkultur, mehr als die, ja, die sozusagen was man so unter kapitalistisch versteht, produzieren, um weiter zu produzieren. Und sie ist auch mehr als nur der Hedonismus. Sie ist im Grunde genommen etwas, und das glaube ich, vor dem man nicht ausweichen kann, wenn man das in sich hat, weil es etwas Göttliches ist im Menschen. Also etwas, was in einige Menschen gelegt worden ist. Das klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber wir sind ja unter uns. Also bei uns ist das halt so. Wir empfinden diesen faustischen Drang und wir können nicht anders. Und wir dürfen uns den aber auch nicht kleinreden lassen. Wir dürfen den nicht reduzieren auf ein bloßes Erfolg im Materiellen und dann hedonistisch sein. Sondern wir müssen den empfinden als einen göttlichen Funken, eine Manifestation des Göttlichen in unserer Seele, die uns unglücklich machen kann, die uns vielleicht sogar ziemlich sicher unglücklich machen wird oder die unser Leben schwer machen wird, die es auf keinen Fall so leicht machen wird wie das des Surfers oder des Fischers oder das des edlen Wilden oder so. Sondern es wird dieses Streben immer weitergehen und deswegen auch gute Vorsätze im neuen Jahr wie in jedem Jahr. Obwohl ich noch keinen guten Vorsatz je, glaube ich, umgesetzt habe, so ganz konstant und konsequent und konkret, weil es immer zu hohe Ziele waren, immer zu viele Vorsätze und ich auch einfach nicht diszipliniert genug bin und einfach schwach. Obwohl ich sie noch nie richtig umgesetzt habe, bin ich natürlich trotzdem weitergekommen und trotzdem macht es mir Spaß, mir gute Vorsätze zu setzen und auch zu empfinden, dass ich besser werden kann. Und dass ich auch besser geworden bin, denn das nach hinten schauen wird einem ja sagen, auch der faustischen Seele, ich bin nicht mehr so dumm wie vorher. Und vielleicht auch im Vergleich zu anderen, ich bin nicht so dumm wie diese anderen, ich bin nicht so ungebildet wie diese anderen und ich bin auch nicht so oberflächlich und mit so wenig zufriedenzustellen wie die anderen. Mein Anspruch ist größer. Und das lässt mich auch fürs nächste Jahr hoffen, weiterhin gute Vorsätze zu haben und umsetzen zu können und auch damit leben zu können, sie nicht einzuhalten. Und zwar gute Vorsätze, die in eine Richtung gehen, die nicht nur mein Leben ganz materiell einfach verbessern, das ist auch nicht unwichtig und sollte man auch nicht abschätzig darauf blicken, sondern die mich besser machen für andere, weiser machen, tugendhafter machen, die mir Eigenschaften geben oder ja, Charaktereigenschaften, die für andere was bringt. Denn man fragt sich vielleicht, wozu das ganze Lesen, wozu das ganze intellektuelle Gelaber, dieses sich auseinandersetzen mit Ideen, wozu das ganze Diskutieren. Es bringt anderen Leuten was. Es bringt nicht nur mir selber was. Und es ist nicht nur dieser innere Drang. Okay, ich will das jetzt für mich haben. Sondern ich sehe, dass auch andere Menschen etwas davon haben können, wenn da ein Mensch ist, der geistig reich ist. Vielleicht auch seelisch reich. Der gebildet ist und der einen Anspruch hat im Leben. Der kann als Vorbild dienen, als Motivation, als ex-negativo Motivation, was auch immer. Aber er ist mir mehr ein Vorbild als der Surfer am Strand oder der Fischer am Strand, und der sich keine guten Vorsätze macht.
Ich glaube, ich habe jetzt so lange geredet, wie Dinner for One dauert. Ich hoffe, ich habe euch davon abgebracht, das zu sehen. Vielleicht machen wir das jetzt jedes Jahr so als Ritual, als kleine Tradition. Ein Silvester-Gedankenfeuerwerk hier auf Kaiser TV. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und eine schöne Feier. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns 2019 gesund wiedersehen. Alles Gute für eure Familien und macht's gut.